Willkommen zurück zur Online-Vorlesung Gesetzliche Schuldverhältnisse. In dieser 14. Einheit zum Deliktsrecht soll es um die Haftung nach dem Straßenverkehrsgesetz, nach dem StVG gehen. Es geht kurz gefasst um die Haftung für Verkehrsunfälle. Das Straßenverkehrsgesetz enthält zwei Anspruchsgrundlagen, die bekannt sein sollten. Es handelt sich zum einen um § 7 StVG. Dort ist die sogenannte Halterhaftung geregelt. Näheres dazu gleich. Vorweg schon mal, es handelt sich um einen besonderen Fall der Gefährdungshaftung. Ein Verschulden des Halters für einen Unfall zum Beispiel ist nicht erforderlich. Anknüpfungspunkt für die Haftung ist vielmehr die Betriebsgefahr des Kraftfahrzeuges. Ergänzt wird die Halterhaftung in § 18 StVG durch eine Fahrerhaftung, die Haftung des Fahrzeugführers. Es handelt sich hierbei nicht um einen Fall der Gefährdungshaftung, sondern um eine Haftung für vermutetes Verschulden. Das heißt, derjenige, der das Fahrzeug geführt hat, kann sich gegebenenfalls exkulpieren, doch trifft ihn hierfür die Beweislast. Ergänzend tritt § 115 Absatz 1 Nummer 1 Versicherungsvertragsgesetz hinzu. Es handelt sich hierbei nicht um eine genuin prüfungsrelevante Materie. Dennoch sollte die Vorschrift jedenfalls im Grundsatz bekannt sein. Normiert wird hier nämlich ein Direktanspruch gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer. Damit wird der Grundsatz, dass das Bestehen von Versicherungen für die deliktische Haftung eigentlich unbeachtlich ist, hier gesetzlich durchbrochen. Für die Praxis sind diese drei Anspruchsgrundlagen von eminenter Bedeutung. Verkehrsunfälle spielen in der Rechtspraxis und in der Praxis der Gerichte eine große Rolle. Und nicht selten hat man in diesen Fällen drei Beklagte, den Halter, den Fahrer und den Haftpflichtversicherer. Auch in den Klausuren, seien es in diesem Stadium Ihres Studiums, aber auch im Examen, spielt die Haftung nach dem StVG jedenfalls durchaus eine Rolle. Das Folgende sollte also bekannt sein. Die Paragraphen 10 bis 13 StVG regeln dann den Haftungsumfang. Es gibt nach § 12 StVG besondere Haftungshöchstgrenzen, die sich aber ohne weiteres durch einen Blick ins Gesetz ermitteln lassen. Schließlich gibt es die Paragraphen 9 und 17 StVG. Die werden wir uns noch genauer anschauen. Die betreffen die Haftungsverteilung. Paragraph 9 StVG betrifft dabei das Mitverschulden des Geschädigten, der nicht selbst ein Kraftfahrzeug führt. Und Paragraph 17 betrifft die Fälle, in denen wir mehrere Kraftfahrzeuge an einem Unfall beteiligt haben. Schließlich normiert Paragraph 15 StVG noch eine besondere Anzeigepflicht, die aber in der Klausurpraxis keine entscheidende Rolle spielt. Die Halterhaftung ist, wie bereits erwähnt, in § 7 StVG geregelt. Absatz 1 lautet wie folgt: Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird. Der Sonderfall der Schwarzfahrt ist geregelt in § 7 Absatz 3. Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters, so ist er anstelle des Halters zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Daneben bleibt der Halter zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn die Benutzung des Fahrzeugs durch sein Verschulden ermöglicht worden ist. Schwarzfahrt spielt bei uns nicht die große Rolle. Wir wollen uns auf die Absätze 1 und 2 konzentrieren. Werfen wir einen kurzen Blick auf das allgemeine Prüfungsschema. Für die Halterhaftung nach § 7 StVG, Anknüpfungspunkt ist stets eine Rechtsgutverletzung. In Betracht kommen dabei die Tötung eines Menschen, Verletzung des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen und schließlich
die Beschädigung einer Sache. Diese Rechtsgüter und Rechtsgutverletzungen sind nicht neu für uns. Die haben wir schon bei der Haftung nach § 823 Absatz 1 BGB kennengelernt. So, dann muss der Schaden bei Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden sein. Wir müssen uns also mit der Frage befassen, was sind Kraftfahrzeuge, und uns dann auch klar machen, wann ist ein Kraftfahrzeug im Betrieb, was bedeutet das. Haftungsadressat ist der Halter. Was sind diese Anforderungen? Dazu hatten wir eine vergleichbare Problematik bei der Halterhaftung für Tiere gemäß § 833 BGB schon kennengelernt. Schließlich enthält das StVG verschiedene Ausschlusstatbestände. Den Ausschlusstatbestand wegen höherer Gewalt, § 7 Absatz 2, haben wir ebenso bereits kennengelernt wie den Haftungsausschluss wegen der Schwarzfahrt nach § 7 Absatz 3 StVG. Weitere Ausschlusstatbestände sind in § 8 Nummer 1 bis 3 normiert. Bei einem Unfall, an dem zwei oder mehr Kraftfahrzeuge beteiligt sind, enthält § 17 Absatz 3 StVG für die Haftung untereinander einen spezifischen Ausschlusstatbestand. Dazu später noch mehr. Und schließlich ist stets auch an vertragliche Vereinbarungen zu denken, nach denen die Haftung ausgeschlossen sein kann. Schließlich kommt wegen einer Verletzung der Anzeigepflicht nach § 15 StVG noch eine Verwirkung in Betracht. Das ist aber, wie gesagt, in Klausuren die absolute Ausnahme. Das Merkmal Rechtsgutverletzung bereitet keine größeren Schwierigkeiten. Neu bei der Haftung nach § 7 Absatz 1 StVG ist das Merkmal Betrieb eines Kraftfahrzeuges. Was sind Kraftfahrzeuge? Der Gesetzgeber macht es uns einfach. Es gibt in § 1 Absatz 2 StVG eine Legaldefinition. Es handelt sich um Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. Das muss man nicht auswendig lernen. Es gibt die Legaldefinition. Man muss nur wissen, wo sie steht. Ein paar Beispiele. PKW, LKW, Mopeds und Motorräder, Quads, Traktoren, Bagger, aber auch Gabelstapler, Straßenwalzen können in dem Sinne Kraftfahrzeuge sein. Nicht erfasst sind Straßenbahnen, Eisenbahnen und Schwebebahnen. Für die gibt es auch eine Gefährdungshaftung, die ist aber in § 1 Haftpflichtgesetz geregelt. Anhänger sind keine Kraftfahrzeuge, werden aber ebenfalls von § 7 Absatz 1 StVG erfasst, wenn sie dazu bestimmt sind, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden. Wann ist ein Kraftfahrzeug in Betrieb? Die ältere Rechtsprechung folgte insoweit der sogenannten maschinentechnischen Auffassung. Grundsatz war: Der Motor musste in Gang sein und das Kraftfahrzeug antreiben. Das heißt, das Kraftfahrzeug musste durch Motorkraft gerade bewegt werden. War der Motor abgestellt, sollte das Fahrzeug nicht länger in Betrieb sein. Diese ältere maschinentechnische Auffassung wird heute zu Recht nicht mehr vertreten. Die heute ganz herrschende Meinung, auch der BGH, vertritt die sogenannte verkehrstechnische Auffassung. Entscheidend ist, ob das Kraftfahrzeug im Verkehr befindet und andere Verkehrsteilnehmer mit kraftfahrzeugspezifischen Gefahren schädigen könnte. Ein Unfall muss also in einem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang mit dem Betriebsvorgang eines Kraftfahrzeugs stehen. Dazu zählen etwa das Ein- und Aussteigen von Personen. Aber auch das Be- und Entladen des Fahrzeugs gehört noch zum Betrieb. Fraglich ist dann natürlich, wann endet der Betrieb eines Kraftfahrzeuges? Der Betrieb endet jedenfalls dann, wenn das Fahrzeug außerhalb des öffentlichen Verkehrsbereichs abgestellt wurde, zum Beispiel in einer Garage. Ein falsch geparktes oder gar liegen gebliebenes Kraftfahrzeug befindet sich hingegen immer noch in Betrieb, da hier spezifische Verkehrsgefahren von dem
falsch geparkten oder liegen gebliebenen Kraftfahrzeug ausgehen können. Im Einzelfall ist noch nicht abschließend geklärt, wann der Betrieb endet. Der BGH hat jüngst entschieden, dass auch ein in eine Werkstatt verbrachtes Fahrzeug, was dort Feuer fängt, immer noch in Betrieb sein soll. Das geht meines Erachtens doch deutlich zu weit. Problematisch sind dann auch die Fälle, was gilt beim ordnungsgemäßen Parken auf öffentlichen Parkflächen. Hier ist Argumentation gefragt. Hier muss man im Einzelfall schauen. Im Zweifel gilt, wer verkehrsgemäß sein Fahrzeug abgestellt hat, hat den Betrieb des Fahrzeugs beendet. Beibetrieb hat noch eine weitere Komponente. Beibetrieb bedeutet, dass schlichte Kausalität allein nicht ausreicht. Es muss sich ein betriebsspezifisches, also fahrzeugsspezifisches Risiko verwirklicht haben. Nicht erforderlich ist aber, dass eine Berührung mit dem Kraftfahrzeug findet, sodass auch ein Ausweichen vor einem anderen Kraftfahrzeug noch eine Realisierung der Betriebsgefahr des anderen Fahrzeugs darstellen kann. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Wer ist Halter eines Kraftfahrzeuges? Und hier kommt eine Formel, die, wir haben es schon bei § 833 BGB gesehen, nicht auf die dingliche Rechtslage abstellt, sondern zwei Aspekte hat. Halter ist, wer die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Kraftfahrzeug oder den Anhänger ausübt und es für eigene Rechnung in Gebrauch hat. Also Halterschaft zeichnet sich durch tatsächliche Verfügungsgewalt und die Übernahme der Kosten für das Kraftfahrzeug aus. So war es auch bei der Tierhalterhaftung. Wer hat die Verfügungsgewalt über das Tier? Wer trägt die Kosten für das Tier? Der Halter kann, muss aber nicht der Eigentümer sein. Häufig ist der Eigentümer auch der Halter, aber auch ein Dieb eines Kraftfahrzeugs kann dessen Halter sein. Es kommt nämlich nur auf die tatsächliche Verfügungsgewalt, nicht auf die rechtliche Verfügungsgewalt an und ergänzend darauf, wer die Kosten etwa für Versicherungen, für Tankfüllungen etc. tragen muss. In den Klausuren tauchen häufig bestimmte Fallgestaltungen auf, anhand derer die Haltereigenschaft problematisiert werden kann. Das sind zum einen Leasingnehmer. Häufig ist es in der Praxis gerade bei betrieblich und gewerblich genutzten Fahrzeugen so, dass nicht Eigentum erworben wird, sondern dass diese Fahrzeuge nur geleast werden. Leasing ist eine Miet- und Kaufähnliches Schuldverhältnis. Je nach Ausgestaltung hat es mehr mietrechtliche und mehr kaufrechtliche Aspekte. Der Leasingnehmer wird nicht Eigentümer. In diesen Fällen wird ein anderer Leasinggeber tätig, der das Eigentum am Kraftfahrzeug hält, während der Leasingnehmer als unmittelbarer berechtigter Besitzer aufgrund des Leasingverhältnisses das Kraftfahrzeug in Besitz hat. Der Leasingnehmer hat aber typischerweise die tatsächliche Verfügungsgewalt und trägt die Kosten für das Kraftfahrzeug. Deshalb ist der Leasingnehmer typischerweise Halter. Dasselbe gilt für den Vorbehaltskäufer und den Sicherungsgeber bei der sogenannten Sicherungsübereignung. Es handelt sich hier um Figuren, die gewisse sachenrechtliche Vorkenntnisse voraussetzen. Deshalb an dieser Stelle nur ganz kurz. Also, wir merken uns, Leasingnehmer, Vorbehaltskäufer und Sicherungsgeber bei der Sicherungsübereignung sind zwar nicht Eigentümer, sie sind aber in aller Regel Halter des Kraftfahrzeugs, weil sie die tatsächliche Verfügungsgewalt haben und es für eigene Rechnung in Gebrauch haben. Eine Folgefrage, die sich dann stellt, lautet, hat denn der Eigentümer des Kraftfahrzeuges einen Anspruch gegen den Halter, Leasingnehmer etc. aus § 7 Absatz 1 StVG, wenn das Fahrzeug bei Betrieb beschädigt wird? Da hat der BGH gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Der Schutzzweck der Halterhaftung erstreckt sich nicht auf das betreffende Fahrzeug. Das heißt, der Halter des Fahrzeuges muss zwar Dritten gegenüber einstehen nach § 7 StVG, nicht aber dem Eigentum des Fahrzeugs, das gerade hier in Rede steht. Insoweit kommen aber gleichwohl Ansprüche
wegen vertraglichen Pflichtverletzungen in Betracht. Es kommen Ansprüche aus § 823 Absatz 1 und so weiter in Betracht. Bei der Vermietung soll die Dauer entscheidend sein. Wenn Sie also einen typischen Mietwagen haben über einige Tage oder ein, zwei Wochen, werden Sie hier noch nicht Halter. Sie haben zwar für einen kurzen Zeitpunkt die tatsächliche Verfügungsgewalt, tragen auch vielleicht Spritkosten, aber das reicht noch nicht aus, um eine Haltereigenschaft anzunehmen. Erst bei längerfristigen Vermietungen oder sonstigen Überlassungen ist die Haltereigenschaft auf den Mieter übergegangen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Ausschlusstatbestände, in denen eine Haftung nicht in Betracht kommt. Das eine ist die höhere Gewalt, § 7 Absatz 2 StVG. Bis 2002 war die Vorschrift anders formuliert. Dort war vom unabwendbaren Ereignis die Rede. Maßstab sollte dabei der sogenannte Idealfahrer sein. Die Haftung nach § 7 war damals ausgeschlossen, wenn sie auch für einen Idealfahrer, der sich an alle Regeln hält und alles bestmöglich voraussieht, nicht vermeidbar war der Unfall. Jetzt, seit 2002, gibt es das Merkmal höhere Gewalt. Das ist enger gefasst als das Merkmal unabwendbares Ereignis. Der BGH nimmt an, dass eine höhere Gewalt nur vorliegt, wenn eine Einwirkung von außen kommt, außergewöhnlich ist und auch nicht absehbar war. Beispiele etwa ein Erdrutsch, ein Terroranschlag, ein Tsunami, wenn es bei uns eine Rolle spielen würde, aber auch wenn jemand Selbstmord begeht, indem er sich überfahren lässt, das wäre eine höhere Gewalt im Sinne der Rechtsprechung. Das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Kindern, ist hingegen nicht außergewöhnlich. Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind oder wenn Ihr Kraftfahrzeug, besser gesagt, in einen Unfall verwickelt ist, an dem beispielsweise ein Kind in einer belebten Straße hinter einem Auto, das da parkt am Straßenrand, hervortritt und Sie ausweichen müssen und deswegen in die parkenden Autos fahren, war das keine höhere Gewalt. Es spielt keine Rolle, ob Sie alles richtig gemacht haben oder ob der Fahrer alles richtig gemacht hat. Es spielt keine Rolle, ob der Unfall unabwendbar war. Es handelt sich schlechterdings nicht um höhere Gewalt, weil es kein außergewöhnliches Ereignis darstellt, wenn andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kinder, sich fehlerhaft verhalten. Die Schwarzfahrt hatten wir ebenfalls schon angesprochen, wenn das Kfz ohne Wissen und Wollen des Halters benutzt wird. Etwas anderes gilt, wenn der Halter die Benutzung schuldhaft ermöglicht hat. Darüber hinaus die Ausschlusstatbestände, § 8 StVG. Hier etwa, wenn der Verletzte beim Betrieb des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers tätig war. Und Nummer 3, wenn eine Sache beschädigt worden ist, die durch das Kraftfahrzeug oder durch den Anhänger befördert worden ist, es sei denn, dass eine beförderte Person die Sache an sich trägt oder mit sich führt. Das heißt, es gibt besondere Fälle, die im Einzelfall mal die Haftung ausschließen können. Ein vertraglicher Haftungsausschluss ist in der Klausur zumindest begründungsbedürftig. Das ist jedenfalls unproblematisch, wenn man sich ausdrücklich auf einen Haftungsausschluss geeinigt hat. Problematischer sind die Fälle, in denen jemand im Rahmen eines Gefälligkeitsverhältnisses mitgenommen wird. Sie nehmen beispielsweise einen Anhalter mit oder Sie nehmen einen Bekannten mit, dem Kraftfahrzeug mit, es kommt zum Unfall. Frage ist in dieser Gefälligkeit zugleich ein konkludenter Haftungsverzicht zu sehen? Das ist eine Frage der Auslegung. Es schließt meines Erachtens nicht aus der Umstand, dass es sich um ein Gefälligkeitsverhältnis handelt, bedeutet nicht, dass man nicht zugleich auch einen Haftungsverzicht vereinbaren könnte. Aber das alles ist eine Frage im Einzelfall. Gehen Sie aber mal davon aus, dass wenn Sie mit einer Klausur konfrontiert werden, in der es um die Haftung nach dem StVG geht,
Insbesondere wenn § 17, schauen wir uns gleich an, eine Rolle spielen könnte, dass hier ein Haftungsverzicht eher die Ausnahme sein dürfte. Bei Verkehrsunfällen wird sehr häufig über die Haftungsverteilung gesprochen, insbesondere wenn mehrere Kraftfahrzeuge an einem Unfall beteiligt sind. Regelungen hierzu enthält § 17 StVG. Während § 7 StVG im Ausgangspunkt sehr simpel ist, der Kraftfahrzeughalter haftet für die beim Betrieb seines Kraftfahrzeugs verursachten Rechtsgutverletzungen, wird die Sache durch § 17 StVG etwas komplizierter. Insoweit sind ganz strikt verschiedene Absätze zu unterscheiden, die die Schadensverursachung durch mehrere Kraftfahrzeuge im unterschiedlichen Kontext regeln. Werfen wir zunächst einen Blick auf § 17 Absatz 1. Wird ein Schaden durch mehrere Kraftfahrzeuge verursacht und sind die beteiligten Fahrzeughalter einem dritten Kraftgesetzes zum Ersatz des Schadens verpflichtet, so hängt im Verhältnis der Fahrzeughalter zueinander die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. Die Vorschrift ist sehr lang. Sie sollte dringend mehrfach gelesen werden. Ich betone an der Stelle nochmal die entscheidenden Aspekte. Ein Schaden wird durch mehrere Kraftfahrzeuge verursacht. Erstens. Zweitens, die beteiligten Fahrzeughalter sind einem Dritten zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Und drittens, es geht um das Verhältnis der Fahrzeughalter zueinander. Es geht also bei § 17 Absatz 1 StVG darum, dass ein Dritter geschädigt wurde. Das kann beispielsweise ein Fußgänger sein, ein Radfahrer oder ein Beifahrer in einem der beiden Fahrzeuge. Es geht nicht um die Beschädigung des anderen Fahrzeugs und es geht auch nicht um den Fahrer des anderen Fahrzeugs. Die Vorschrift betrifft also die Schädigung eines Dritten bei einem Unfall, an dem mehrere Kraftfahrzeuge beteiligt sind. Die Vorschrift betrifft aber nicht die Haftung im Verhältnis zum Dritten. Es handelt sich vielmehr um eine besondere Regressregelung. Die Vorschrift geht davon aus, dass mehrere Kraftfahrzeuge einen Schaden verursacht haben und die Halter jeweils nach § 7 Absatz 1 StVG dem Geschädigten zum Schadensersatz verpflichtet sind. Der Geschädigte kann in diesen Fällen jeden der Halter umfänglich in Anspruch nehmen. Es handelt sich um eine besondere Form der Gesamtschuld. Der Dritte kann sich also aussuchen, wen er in voller Höhe in Anspruch nimmt. Er bekommt natürlich den Schadensersatz nur einmal insgesamt in voller Höhe. § 17 Absatz 1 regelt dann die Fragen, in welchem Umfang die Halter untereinander Regress nehmen können vom anderen Halter. Also, wir haben Halter 1 und Halter 2 von zwei Fahrzeugen, die an einem Unfall beteiligt sind, bei dem ein Fußgänger beschädigt wird. Der Fußgänger nimmt Halter 1 in Anspruch. § 17 Absatz 1 betrifft nicht diese Haftung des Halters gegenüber dem Dritten, sondern lediglich die Frage, inwiefern Halter 1, weil er den Schadensersatzanspruch zunächst in voller Höhe erfüllt hat, von Halter 2 Regress nehmen kann, also kompensiert wird. Es handelt sich mit anderen Worten in § 17 Absatz 1 StVG um eine besondere Form des Gesamtschuldnerausgleichs. Spannender ist § 17 Absatz 2. Wenn der Schaden einem der beteiligten Fahrzeughalter entstanden ist, gilt Absatz 1, also die Schadensverteilung, auch für die Haftung der Fahrzeughalter untereinander. Anspruchsgrundlage ist insoweit wieder § 7 Absatz 1. Und dann stellt sich die Frage, inwiefern der Anspruch zu kürzen ist, weil auch der andere hieran mitgewirkt hat an der Schadensentstehung. Besser gesagt, weil das Kraftfahrzeug des anderen hieran mitgewirkt hat.
Paragraph 17 Absatz 2 StVG betrifft also den Fall, in dem ein Schaden an einem oder mehreren Kraftfahrzeugen entstanden ist. Es geht hier um das Haftungsverhältnis mehrerer Halter untereinander und diese Vorschrift ist keine Form des Gesamtschuldnerregresses, sondern eine Sonderregelung zum Mietverschulden, eine Sonderregelung zu Paragraph 254 BGB. Sowohl bei Paragraph 17 Absatz 1 beim Regress als auch bei Paragraph 17 Absatz 2 bei der Anspruchskürzung ist nach dem jeweiligen Verursachungsanteil der Kraftfahrzeuge zu fragen. Dieser Verursachungsanteil ist dabei durch Abwägung zu ermitteln. Dabei ist zum einen zwischen der allgemeinen und zum anderen zwischen der besonderen Betriebsgefahr der Fahrzeuge zu differenzieren. Die allgemeine Betriebsgefahr meint die grundsätzliche Gefährlichkeit eines Kraftfahrzeuges. Diese ist beispielsweise bei einem Sattelschlepper höher als bei einem PKW. Wenn wir, wie in der Praxis häufig, in der Klausur ebenfalls häufig, zwei PKW oder mehrere PKW beteiligt haben, an einem Unfall, ist grundsätzlich die allgemeine Betriebsgefahr gleich groß anzusetzen. Das heißt, wenn wir nichts anderes haben, außer die allgemeine Betriebsgefahr, sind beide mit einer exakt gleichen Betriebsgefahr zu veranschlagen. Sodann ist die besondere oder erhöhte Betriebsgefahr zu ermitteln. Das sind die gefahrerhöhenden Umstände. Gibt es gefahrerhöhende Umstände, also Umstände, die über die allgemeine Betriebsgefahr hinaus ein besonderes Unfallrisiko begründet haben? Dies kann zum einen die Ursache in technischen Defekten haben. Ein Bremslicht, was nicht funktioniert, die Bremsen, die nicht funktionieren, Teile, die von einem Fahrzeug abfallen oder ähnliches. Aber auch die Fahrweise und ein Verstoß gegen die Verkehrsregeln können eine erhöhte Betriebsgefahr begründen. Zu schnelles Fahren, Rotlichtverstöße, fehlerhaftes Überholen, Vorfahrt, die nicht gewährt wird, alles das sind Aspekte, die eine erhöhte Betriebsgefahr begründen können. Dabei muss sich der Halter auch das Fehlverhalten des Fahrers zurechnen lassen. Das ist natürlich unproblematisch, wenn der Halter selbst der Fahrer ist, aber auch in den Fällen, in denen der Halter selbst nicht hinter dem Steuer des Wagens sitzt, muss er sich das Fehlverhalten des Fahrers zurechnen lassen. Diese bilden insoweit eine Haftungseinheit. Das heißt, wenn jemand mit einem Fahrzeug zu schnell fährt, riskante Überholmanöver durchführt oder Vorfahrtsregeln missachtet, dann erhöht dies die Betriebsgefahr des betreffenden Fahrzeugs. In besonderen Unfallkonstellationen gibt es dabei besondere Beweislastregeln, etwa einen Anscheinsbeweis. Das kennen Sie sicherlich. Es gibt einen Anscheinsbeweis bei Auffahrunfällen, dass derjenige, der hinten drauf gefahren ist, auch Schuld hat. Das kann im Einzelfall widerlegt werden, ist aber zunächst mal ein erstes Indiz. Der Verursachungsanteil, der auf die beteiligten Kraftfahrzeuge fällt, wird in einem zweiten Schritt in einer Haftungsquote ausgedrückt. Bei vergleichbarer Betriebsgefahr und ohne gefahrerhöhende Umstände haften die Halter mit derselben Quote, sind zwei Kraftfahrzeuge beteiligt, also jeweils mit 50%. Hat sich bei einem der Kraftfahrzeuge nur die einfache Betriebsgefahr verwirklicht, während die Betriebsgefahr des anderen Kraftfahrzeugs erhöht ist, so verschieben sich die Haftungsquoten zulasten des anderen Kraftfahrzeuges. Die Rechtsprechung setzt die einfache Betriebsgefahr dabei zumeist mit 20-25% an. Bei schwerwiegenden Verkehrsverstößen oder einem besonders unsorgfältigen Fahrverhalten kann die allgemeine Betriebsgefahr des anderen Fahrzeugs auch vollständig zurücktreten und die Haftungsquote entsprechend mit 0% anzusetzen sein. Zur Verdeutlichung ein Beispiel. A überholt mit seinem PKW eine Fahrzeugkolonne. Als er
unmittelbar vor dem Pkw des B wieder einschert, muss er wegen eines langsamer fahrenden Pkw eine Vollbremsung vornehmen. Infolgedessen fährt der Pkw des B auf den Pkw des A auf. A entsteht hierdurch ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, B ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Es handelt sich um einen praktisch durchaus häufigen Fall. Zwei Pkw sind an einem Unfall beteiligt. Es kommt zu Schäden an den beiden Pkw. Dritte sind hier nicht beteiligt. Wir sind also nicht bei der Frage des Regresses nach § 17 Absatz 1. Wir sind vielmehr bei der Frage, inwiefern sich A und B wechselseitig zum Schadensersatz verpflichtet sind. Anspruchsgrundlage sind soweit jeweils § 7 StVG. Und wir sind bei der Frage, ob und in welchem Umfang die Ansprüche nach § 17 Absatz 2 StVG zu kürzen sind. Zunächst prüfen wir den Anspruch von A gegen B gemäß § 7 Absatz 1 StVG. Die Voraussetzungen liegen vor. Wir haben eine Rechtsgutverletzung, die Sachbeschädigung bei Betrieb des Kraftfahrzeuges ist unproblematisch. B ist auch Halter des Kraftfahrzeuges. Frage: Gibt es einen vollen Anspruch oder ist der Anspruch zu kürzen? Dabei gilt § 17 Absatz 2, der auf § 17 Absatz 1 verweist. Man muss sich alle Umstände des Einzelfalls, insbesondere die jeweiligen Verursachungsanteile, anschauen. Dabei ist von einer allgemeinen Betriebsgefahr auszugehen. Hier haben wir zwei Pkw. Dass einer der beiden Pkw eine erhöhte allgemeine Betriebsgefahr haben könnte, ist nicht ersichtlich. Wir gehen also zunächst mal von einer gleichen Haftungsquote aus. Wir starten also bei einer Haftungsverteilung von 50% zu 50%. In einem zweiten Schritt ist die erhöhte Betriebsgefahr eines der Beteiligten zu eruieren. Bei einem Auffahrunfall spricht der erste Anschein für einen Fehler des Auffahrenden, das wäre B. Wäre dies hier der Fall, würde sich die Haftungsquote des B entsprechend erhöhen. Laut Sachverhalt ist dieser Anscheinsbeweis aber erschüttert. Der Auffahrunfall war hier eine unmittelbare Folge des Überholmanövers des A. Er überholte die Fahrzeugkolonne, scherte unmittelbar vor B wieder ein und musste dann abrupt bremsen. Dies spricht für eine erhöhte Betriebsgefahr nicht bei B, sondern gerade bei A, der dieses Manöver unternommen hat. Wir müssen also, wenn wir dem folgen, wenn wir von einer erhöhten Betriebsgefahr des A bzw. des Kraftfahrzeugs des A ausgehen, die Haftungsquote des A erhöhen. Dann stellt sich die Frage, war das Fehlverhalten hier so stark, dass die allgemeine Betriebsgefahr des B gänzlich dahinter zurücktritt? Das wird man wohl verneinen müssen. Das OLG Nürnberg kam in einem ähnlichen Fall zu einer Haftungsverteilung von 80 zu 20, Haftungsquote des A 80, Haftungsquote des B 20%. Eine andere Quote ist hier natürlich vertretbar. Unvertretbar wäre es wohl, bei 50-50 stehen zu bleiben oder sogar eine erhöhte Haftung des B anzunehmen. Im Sachverhalt ergibt sich klar, dass der Unfall eine Folge des Überholmanövers des A ist, ihm also ein Vorwurf zu machen war. Wenn den A eine Haftungsquote von 80 zu 20 trifft, er also die 80% zu tragen hat, bedeutet dies, dass nach § 17 Absatz 2 sein Anspruch gegen B, um den eigenen Verursachungsbeitrag zu kürzen ist, das wären hier also 80%. Er bekommt also nur 20% seines Schadens ersetzt. 20% von 2000 Euro sind 400 Euro. A hat gegen B also einen Anspruch in Höhe von 400 Euro. Aus § 7 Absatz 1 wegen der Kürzung aufgrund des höheren Verursachungsanteils nach § 17 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 StVG. Im zweiten Schritt ist nach dem Anspruch des B gegen A zu prüfen. Auch hier kommt eine Halterhaftung nach § 7 Absatz 1 StVG in Betracht. Auch diese Voraussetzungen liegen vor. Rechtsgutverletzung bei Betrieb eines Kraftfahrzeugs und A ist auch der Halter des anderen Fahrzeuges. Kürzung hier wieder nach § 17 Absatz 2 in Verbindung mit 1 StVG
Und das Entscheidende ist, dass das Haftungsverhältnis hier nicht nochmal separat festgestellt werden muss. Es kommt also zu der gleichen Haftungsquote, hier in gewisser Weise mit anderen Vorzeichen. Also wir müssen bei der Haftung 80% A, 20% B bleiben. Eine andere Quote wäre hier inkonsequent, wenn man sich für eine Haftungsquote 70-30 bei der ersten Anspruchsgrundlage entschieden hat, muss man diese Haftungsquote 70-30 natürlich auch hier konsequent durchhalten. Demnach ist der Anspruch des B, um seinen eigenen Verursachungsbeitrag zu kürzen, das sind hier 20%, 20% von 1000 Euro fallen also weg. Es bleibt also bei einem Anspruch in Höhe von 800 Euro. Bei der Schadensverursachung durch mehrere Kraftfahrzeuge spielt häufig auch § 17 Absatz 3 eine Rolle. § 17 Absatz 3 StVG enthält einen spezifischen Ausschlusstatbestand. Die Verpflichtung zum Ersatz nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen beruht. Als unabwendbar gilt ein Ereignis nur dann, wenn sowohl der Halter als auch der Führer des Fahrzeugs jede nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beobachtet hat. Der Ausschluss gilt auch für die Ersatzpflicht gegenüber dem Eigentümer eines Kraftfahrzeugs, der Nichthalter ist. § 17 Absatz 3 StVG schließt die Haftung also bei einem unabwendbaren Ereignis, einem unabwendbaren Unfall aus. Ein unabwendbares Ereignis war früher in § 7 Absatz 2 StVG, ich hatte es eingangs erwähnt, ein genereller Ausschlusstatbestand für die Haftung nach § 7 StVG. Heute, seit 2002, ist lediglich das Merkmal der höheren Gewalt ein Ausschlussgrund. Das unabwendbare Ereignis hat es als separater Ausschlussgrund dennoch geschafft, im Gesetz zu bleiben, und zwar bei § 17 Absatz 3. Allerdings betrifft der lediglich die Schadensverursachung durch mehrere Kraftfahrzeuge, also Unfälle, an denen mehrere Kraftfahrzeuge beteiligt sind, und sie betrifft nur Schadensersatzansprüche der Beteiligten untereinander. § 17 Absatz 3 betrifft nicht die Haftung gegenüber dem Dritten bei § 17 Absatz 1 StVO. § 17 Absatz 3 schließt lediglich die Haftung nach den Absätzen 1 und 2 aus. Absatz 1 betrifft zur Erinnerung den Haftungsregress, nicht aber die Haftung gegenüber den Dritten selbst. Und Absatz 2 betrifft die unmittelbare Haftung der Halter gegeneinander. In diesem gleichsam Innenverhältnis der Unfallbeteiligten ist die Haftung bei unabwendbaren Ereignissen ausgeschlossen. Ein unabwendbares Ereignis liegt vor, wenn der Unfall auch einem Idealfahrer passiert wäre. Insoweit kann also der Halter einwenden, dass der Unfall auf einem unabwendbaren Ereignis beruht und er deshalb dem Halter oder Satz 3, dem Eigentümer des anderen Kraftfahrzeuges, überhaupt nicht zum Ersatz verpflichtet sein soll. Mit der gleichen Begründung kann eingewandt werden, dass ein Regress nach § 17 Absatz 1 ausscheidet, weil dem Halter des Fahrzeugs der Ausschlusstatbestand des unabwendbaren Ereignisses zugutekommt. Nochmal, die Haftung gegenüber dem Dritten, dem Radfahrer, Fußgänger etc., ist nach § 17 Absatz 3 niemals ausgeschlossen. Hinsichtlich Dritter gilt vielmehr § 9 StVG. Mitverschulden: hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so findet die Vorschrift des § 254 BGB mit der Maßgabe Anwendung, dass im Fall der Beschädigung einer Sache das Verschulden desjenigen, welcher die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, dem Verschulden des Verletzten gleichsteht. Es ist also, zum einen wird § 254 BGB für anwendbar erklärt, zum anderen enthält die Vorschrift bei Sachbeschädigung auch einen spezifischen Zurechnungstatbestand. Das Verschulden des Inhabers der Sache, also des Besitzers der Sache, wird etwa dem Eigentümer der Sache zugerechnet.
Paragraph 17 StVG ist insoweit, was das Verhalten der Kraftfahrzeuge und ihrer Halter und Fahrer angeht, Lex Specialis. Paragraph 9 gilt nur in den Fällen, in denen ein Dritter geschädigt wird. Ein Beispiel: Radfahrer R benutzt den Radweg in falscher Richtung und wird vom Fahrer eines abbiegenden Fahrzeugs deshalb übersehen und angefahren. Wenn es um das schuldhafte Verhalten des Fahrers eines Fahrzeugs oder des Halters eines Fahrzeugs geht, läuft das Ganze über Paragraph 17 Absatz 2. Paragraph 18 StVG enthält eine zweite Anspruchsgrundlage. Sie betrifft die Ersatzpflicht des Fahrzeugführers oder kürzer die Fahrerhaftung. Bisweilen ist auch von der Führerhaftung die Rede, doch halte ich dies sprachlich für nicht ganz glücklich. Paragraph 18 StVG ist, wenn man die Haftung nach Paragraph 7 StVG verstanden hat, nicht weiter kompliziert. Absatz 1 lautet wie folgt: In den Fällen des Paragraph 7 Absatz 1 ist auch der Führer des Kraftfahrzeuges oder des Anhängers zum Ersatz des Schadens nach den Vorschriften der Paragraphen 8 bis 15 verpflichtet. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden des Führers verursacht ist. Wir haben also eine Haftung des Fahrzeugführers, die tatbestandlich an die Halterhaftung anknüpft. Wir müssen also zunächst mal die Voraussetzungen der Halterhaftung bejahen. Wir brauchen also eine Rechtsgutverletzung. Auch hier wieder Leben, Körper, Gesundheit oder die Beschädigung einer Sache. Dann muss das Ganze bei Betrieb eines Kraftfahrzeuges geschehen sein. Haftungsadressat ist hier der Kraftfahrzeugführer, also der Fahrer des Wagens. Das ist derjenige, der hinter dem Steuer sitzt, also die tatsächliche Gewalt über die Steuerung des Fahrzeuges hat. Auch die entsprechenden Ausschlusstatbestände der Halterhaftung greifen zugunsten des Fahrers ein. Relevant ist insoweit auch Paragraph 18 Absatz 3, der in aller Kürze auch Paragraph 17 für anwendbar erklärt. Das heißt, bei einem Unfall, an dem mehrere Kraftfahrzeuge beteiligt sind, kommen die entsprechenden Regressforderungen, Paragraph 17 Absatz 1, beziehungsweise die Anspruchskürzung, 17 Absatz 2, oder gar der Ausschluss der eigenen Haftung nach Paragraph 17 Absatz 3, nicht nur dem Halter, sondern auch dem Fahrer zugute. Damit haben wir einen ersten Überblick über die Haftung nach dem Straßenverkehrsgesetz erlangt. Die Halterhaftung ist insofern etwas Spezielles, weil sie verschuldensunabhängig ist. Es ist nicht der einzige Fall der Gefährdungshaftung. Einen davon hatten wir im BGB bei Paragraph 833 Satz 1 bereits kennengelernt, bei der Haftung des Tierhalters für Luxustiere. Weitere Fälle der Gefährdungshaftung werde ich Ihnen in der nächsten Einheit kurz vorstellen. Paragraph 17 StVG spielt in der Praxis wie Halter- und Fahrerhaftung generell eine sehr große Rolle. Hier muss man verstehen, wie die Vorschrift aufgebaut ist, welche Rechtsbeziehungen durch sie geregelt werden. Das ist letztendlich immer eine Frage auch der Abwägung, zu welchem Ergebnis man dann kommt. Ich möchte nochmal betonen, die Haftung nach dem StVG hat eine hohe Relevanz in der Praxis. Sie kann aber durchaus auch eine hohe Relevanz in Studium und Examen haben. Sie kann durchaus Gegenstand von Klausuren sein. In der nächsten Einheit wollen wir dann den Blick auf andere Spezialgesetze richten. Einmal auf die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und zum anderen werde ich Ihnen ganz kurz einige andere Vorschriften vorstellen, die, ich hatte es schon angekündigt, Fälle der Gefährdungshaftung regeln. Viel Spaß bei der Nacharbeit dieses sehr anspruchsvollen, wie gesagt, aber sehr relevanten Themas. Bis zum nächsten Mal.